Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Audiobeitrag auf diesem YouTube-Channel. Danke für dein Interesse und dass du mal reinhörst. Mein Name ist Eduard. Ich bin 46 Jahre alt und wohne in der Nähe des Bodensees, im südlichsten Teil Deutschlands. Hier bin ich auch geboren und aufgewachsen. Bestimmt hast du schon gesehen, um welche Themen es hier geht. Der Oberbegriff wäre vielleicht Spiritualität, aber das Wort allein wird der Sache nicht gerecht. Vor allem, weil viele ganz unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Für mich gehören Spiritualität, Religion und Esoterik zusammen in einen großen Bereich. Sicher werden da viele sofort protestieren. Ja, sicher. Das sind Dinge, die sich wesentlich unterscheiden, aber es gibt auch viele Schnittmengen und Gemeinsamkeiten. Im Gegensatz zu dem, was so üblich ist, bin ich ein Mensch, dem es am Herzen liegt, die Dinge zu verbinden, anstatt zu sondieren und spalten. Spaltung ist doch der Normalfall. Davon halte ich aber nichts. Für mich ist jeder Mensch ein spirituelles Wesen und egal, was er glaubt oder ausschließt, er ist nun mal ein Mensch. Und alle Menschen haben sehr viel gemeinsam. Ich befasse mich schon seit der Pubertät mit solchen Dingen. Und bei aller Offenheit ist es das Einzige, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Mal war es mehr, mal weniger wichtig. In den letzten Jahren hat sich das bei mir aber zum absoluten Schwerpunkt entwickelt. Mitte Juni 2022 habe ich damit begonnen, ein Buch zu schreiben, das Spiritualität, wie ich sie sehe und verstehe, zeigen soll. Es gibt ja diesen Spruch: Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Stammt aus der Bibel. Lukas 6,45, sagt Google. Das Buch ist wirklich nur so aus mir herausgeflossen. Der erste Titel war: Gerne alles, nur bloß die Wahrheit bitte nicht. Das wurde am 7. Juli veröffentlicht. Und etwa 3 Monate später ist das Buch doppelt so dick und hat einen anderen Titel: The Power of JHWH. Die Videos, die du hier im Channel sehen kannst, zeigen die bislang 10 illustrierten Seiten mit den Kernbotschaften des Buches. Dazu gibt es eine Homepage mit einem Blog und Extras. Zum Beispiel kann man das Buch dort kostenlos als E-Book runterladen. Ja, wirklich, ich wünsche mir, dass das Buch gelesen wird und Menschen etwas davon haben, also einen Nutzen. Ich kenne den Inhalt ja und bin fest davon überzeugt, dass es einige Menschen gibt, bei denen das so ist, also wäre. Das Problem ist aber, dass es wohl extrem schwierig sein muss, das Buch zu lesen. Fast alle bleiben schon auf den ersten Seiten irgendwo stecken. Man stört sich an irgendwelchen Aussagen, die scheinbar dem eigenen Glauben widersprechen. Das beruht teils auch auf voreiligen Urteilen und Missverständnissen. Nein, nur weil ich vor fast 30 Jahren die Autobiografie eines Yogi mit großem Interesse gelesen habe, bin ich kein Hindu. Und weil ein Abschnitt das Thema Gottheiten betrifft, bedeutet das nicht, dass ich die anbete. Aber um das zu wissen, muss man diesen Abschnitt schon zu Ende lesen. Daran scheitert es aber leider oft. Es ist wohl so freundlich und positiv, was ich darüber schreibe, dass man davon ausgeht, ich müsse deren Verehrer sein, was aber nicht so ist. Ich respektiere und achte jeden Glauben. Ich möchte fair sein. Das Buch ist auch für Hindus geschrieben. Oder Atheisten. Gerade das scheint die meisten Leser aber zu überfordern. Ich halte nun mal nichts von Dogmatismus. Ich will mich in keine Religion eingliedern, weil ich es sonst mit den Glaubensbrüdern und Schwestern zu tun bekomme, die sich über meine Anschauungen ärgern. Also irgendwelche. Die einen stört dies, die anderen das oder auch jenes, je nachdem. Glaube ich an Jesus Christus? Ja, tatsächlich. Aber auf meine Weise. Dafür kann ich nichts. Jeder hat seinen eigenen Kopf, aber jedem
sei sein Glaube belassen. Meine Weltanschauung ändert sich ständig, weil ich erlebe, Erfahrungen sammle, mich entwickle. Schon heute würde man zwischen der ersten und aktuellsten Version meines Buches einige bedenkliche Unterschiede sehen. Na und? Ich bin ein Mensch. Ich lebe und verändere und entwickle mich. So wie alle anderen auch. Ja, das sind jetzt für die erste Vorstellung ein paar wichtige Infos, damit du das nicht missverstehst. Was ich sage, ist meine eigene Wahrheit. Jeder muss sich seine eigene Wahrheit erleben, erarbeiten und entwickeln. Trotzdem kann es sehr bereichernd sein, sich mit der Wahrheit eines anderen zu befassen. Okay, das soll es mal fürs Erste sein. Ich habe mir vorgenommen, mein Buch hier Stück für Stück vorzulesen. Das ist doch gut für mich, weil ich es so nochmal gründlich überarbeite. Es sind sicher noch viele Fehler drin und der Stil lässt sich immer weiter verbessern. Es gibt so unglaublich viele Dinge zu besprechen. Der Stoff für diesen Channel wird mir wohl niemals ausgehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.